Das sieht doch schön aus. Machen Sie mich schön scharf, wenn Sie mich fotografieren wollen. Ja, ich fühle mich ein bisschen wie in der Legebatterie. Schön. Haben Sie Spaß? Haben Sie Spaß? Die brauchen Sie, denn jetzt kommen zwei. Das ist das urschwäbische Traumpaar. Das ist sowas von, sag ich mal, Brad Pitt und Angelina Jolie. Ja, Donnerwetter. Er heißt Alois und sie Elsbeth. Und als sie geheiratet haben, da war das wie eine sozusagen so eine blumige Hochzeit. Ja, er hat zu ihr gesagt, ich habe das Gefühl, du verwelkst sofort. Und sie hat gesagt, ich glaube, du willst gleich wieder verduften. Aber auf jeden Fall lassen sie Muskeln und alles andere auch spielen. Applaus für Elsbeth und Alois Gscheidle! Hand macht sich von allein. Sag mal, mach das bisschen aus. Hand kann so schwer nicht sein. Alois, wie weit bist denn du? Bei mir unten, das ist ja eine Katastrophe. Auf meine Klo, da geht's da her. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Jetzt haben wir ja erst gestern alle Klobürste in der Spielmaschine durchlaufen lassen. Das kann ich heute gerade noch mal von vorne anfangen. Da brauchst du Hilfe. Bei mir ist auch nicht anders. Die Fasnachter, die machen einen Dreck da in meine Halle rein. Das kann ich wieder alles putzen. Ja, bei mir ist schon da alles verdreckt. Wieso? Hast du nicht duscht? Hutzimpel, unten auf die Klo natürlich. Ach so. Ja und, bist du jetzt fertig? Ja, das ist doch mir was, ich mache jetzt Feierabend, mir langt es heute. Haben keine ja, Lust genau, mehr. Komm, dann können wir auch noch ein bisschen Fasching feiern. Ja, genau. Mäli, weißt du das noch, hä? Was sind wir früher auf der Wackel gegangen? Ha. Kein Fasching haben wir noch ausgelassen. Aber nicht ein. Und wir zwei, also das muss man, also das ist sicher. Wir zwei, wir waren ein begnadetes Gartenzanzpärli. Aber ja, das ist sicher. Aber waret. Hättest du uns nicht unter der Schiffel stellen? Weißt du noch, 1978, da waren wir Skigafer, für die württembergische Meisterschaft, da waren wir dann nominiert. Das stimmt. Hättest du mir heute auch noch nicht gekriegt? Neue Schätzle, das geht heute nicht mehr. Wieso? Weil die Hebefigur, die lädt meine Bandscheiben nicht mehr aushalten. Weil damals hast du noch unter 50 Kilo gehabt und heute hast du in unserer Ehe schon ein bisschen auseinandergelebt. Gell? Findest du das jetzt schön? Also früher war es bedeutend schöner. Also, Alois, ich sag dir mal etwas, wo wir zwei beide uns kennengelernt haben, da war ich so muskulös. Da hab ich mit meinen Arschbacken Nüsse knacken können. Das stimmt. Das stimmt, das weiß ich noch. Mensch, was haben wir in dem ersten Winter Nüsse gegessen? Also. Was meinst du? Sollen wir es probieren? Wieso hast du Nüsse da? Nein. Ich mein das mit dem Tanzen. Ach so. Ja gut, wenn du meinst. Na ja, komm, auf, also, wir probieren es. Komm, das lassen wir uns nicht nehmen. Wir werden es doch nicht kriegen. Herr Kapellmeister, schmeiß jetzt den Reben auf. Thank you.
Ich wäre fertig. Ja, jetzt ist halt, warte. Bisschen schnaufen müssen wir, aber sonst einwandfrei. Also sportlich sind ja wir zwei super, gell, Mäli? Ja, freilich. Also es ist einwandfrei. Wir haben ja jetzt der Silberhochzeit ein Kamasutra-Buch geschenkt. Da haben wir den Kastensprung probiert. Nummer 363. Müssen wir aber genau durchlesen. Die Nummer kann jesusmäßig in die Hose gehen. Ich wäre soweit. Ja, yeah, warte noch ein bisschen. Also ich bin, haben zu meinem Mäli gesagt, Mäli, habe ich gesagt, du gehst auf den Kasten auf. Ich dockel mich auf unser Bettchen. Dann zähle ich von 10 auf 0 runter. Bei der 0 nimmst du einen auf. Springst runter. Der direkte Weg auf mich drauf. Ich bin bei der 0 gewesen. Der nimmt einen Lauf und kriegt durch die Kurve nicht. Hui, hat er sich die Schnäpperli in die Bettladen geschlagen. Genau so ist er da gelegen. Dann hat er gejault. Dann hat er gejodelt. Das habe ich noch gar nie gehört. Dann habe ich gesagt, Alois, die Nummer 363, die machen wir nicht mehr. Die Nummer ist scheiße. Da hat doch bloß mein Mann was davon. Und heute Abend haben wir Nummer 228, ja? Nee, ich kann nicht mehr. Die muss ich allein machen. Aber Finale müssen wir noch machen. Komm, oh auf. Ja, Finale. Mach ein schönes Gesicht, wenn du so cool hast. Immer lachen. Sie. Oh. Im Wald blüht der Seidelbast und mir verreist den Beidel fast. Hello! Hello! Oh. Oh. Ui. Oh. Das war doch jetzt wieder typisch mein Weib, oder? Ich stand da im Handstand, im Schweiß und streng mich an wie Sau und die erzählt seelenruhig von daheim. Ja! Jetzt reg dich nicht auf, man muss sich ein bisschen mitteilen. Ja, Scheißdreckle. Ich hab dir noch gar nicht gesagt, hey, ich bin jetzt auch im Fatzebuch erkannt. Was, ein Fatzebuch erkannt hast du? Ja, du. Seit zwei Wochen und hab schon über 300 Freunde. Was willst du denn mit denen? Ich teile mich mit. Da hast du doch sonst auch kein Problem damit. Das ist so genial. Morgens, wenn ich aufstehe, dann poste ich schon mal eine erste Mitteilung. Ich sitze gerade auf dem Klo und was machst du so durch? Und innerhalb von einer Minute kriege ich von 15 Freunden Antwort, dass sie auf dem Klo hocken. Na, triggert er gemeinsam, oder? Ja. Ah, das ist ja super, ein Gemeinschaftserlebnis. Ja, gemeinsam ist man stark. Ah, das ist doch ein Scheißdreck. So wie es machen die Jungen, aber doch nicht du. Hey, ich bin vorher auch noch jung. Im Gegensatz zu unserem Sofa, ja, dem alten Riester, wo wir daheim in der Stubstände haben, wo wir von deiner Mama gekriegt haben. Ja. Das ist noch pfennig gut, das Riester. Hey, und jetzt guck mal, der da, hast du das gesehen? Wie der mich angeguckt hat. Bei dem Gartentänzel, der mit seinem Kapitänsmittel, hast du den gesehen? Der hat mich ja fast ausgezogen mit den Augen. Ja, dem wäre ein Klotzbäbel rausfallen, wenn er da ein Faltengebirge freilegt. Also, kann der Fall sagen, von deiner Ästhetik und von deiner wunderbaren Form, wo du in unserer Hochzeit gehabt hast, da ist nicht mehr viel übrig. Ha, du siehst doch aus wie ein zusammengelaufener Backstuhlkäse. Du, gell, ich habe eine Figur wie 80 Kilo Dynamit. Ach was, ja, das könnte man so sagen. Ist aber arg schade, dass die Zinsschnur so kurz ist. He? Mensch, 80 Kilo Dynamit. Ich bin doch ein Rindviech. Was hätte ich kriegen können? Was hab ich genommen? Männer sind wie Computer. Hättest du ein bisschen länger gewartet, dann hättest du auch noch etwas Besseres verquischt. Lass uns essen gehen, ich hab Hunger. Spinnst du ein bisschen essen gegangen? Ja. Ich hab daheim den Kühlschrank voll. Ich koch uns was Leckeres. Du kochst uns was Leckeres? Jawohl. Da warte ich schon 24 Jahre drauf.
Wieso meckerst du eigentlich immer an meinem Essen umeinander? Ich mecker gar nicht an deinem Essen umeinander. Ich möchte bloß wissen, wenn du mal so gut kochen kannst wie deine Mutter. Wenn du so viel Geld heimbringst wie mein Vater. Und ich möchte mal wissen, warum hast du mich überhaupt geheiratet? Hä? Das kann ich dir genau sagen. Das weiß ich noch wie heute. Weil mir im Geschäftsessen in der Kantine nicht mehr geschmeckt hat. Das war der Grund. Das war der Grund. Ja, und jetzt? Jetzt schmeckt's mir wieder. Hello! Donnerwetter! Ein wahres Traumpaar! Oh! Da ist aber richtig Feuer unterm Dach. Vom Backnagger Karnevalsverein. Das ist die Birgit Pfeiffer und der Markus Neuwahl. Ein wahres Traumpaar. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben. Heiliger Weber. Prima. Ein dreifaches Kokolores. 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 Ausmarsch. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Sag mal, das bisschen Haushalt.